Servus, Salve und Hallo. Gegenüber der letzten Woche hat sich im DAX, wir haben jetzt heute den 9. Februar, 17.37 Uhr, gar nicht viel geändert. Ja? Also wir sind in etwa auf dem Schlusskursniveau der letzten Woche. Was nicht schön ist auf dem ersten Blick, ist dieser Inverted Umbrella Doji. Wir haben ein neues High gemacht, 17.049 war das, glaube ich. Und dann momentan handeln wir bei 16.910. Der Abstand, worauf ich ja immer wieder schaue, zwischen DAX und Nasdaq ist jetzt auf 1000 Punkte gestiegen. Nasdaq liegt 1000 Punkte höher. Das sieht man nicht allzu oft. Also da mache ich auch nicht mehr lang rum. Irgendwann gehe ich diese Position ein, Nasdaq Short und DAX Long. Aber ich glaube jetzt nicht vorm Urlaub. Das mache ich jetzt nicht. Urlaub ist, ich bin nächste Woche noch da. Ich werde wahrscheinlich am Mittwoch den letzten Film machen. Aber jetzt zurück zum DAX. Das ist wie gesagt der Wochenchart. Wir sind weiter abfallend über das MACD. Wir haben zwar eine Divergenz in der Technik, ja, wir waren hier hoch und dann sind wir sogar höher, aber die Technik kommt nicht mehr mit, die erschlafft. Blödes Wort. Aber es stimmt so. Das ist die Beschreibung einer Divergenz, die erschlafft. Ich habe noch kein Verkaufssignal über den Oszillator. Ich habe hier eine blaue Linie und eine schwarze Linie und da gehe ich jetzt im Tageschart mal drauf ein, weil die sind wichtig. Also, wenn ich das jetzt hier so sehe, ist das im Moment so ein halbes M. Ja, wir kommen hier fett hoch, gehen runter, gehen wieder hoch. Es ist ein halbes M. Ihr könnt davon ausgehen, wenn wir diesen Punkt hier, das ist vom 17.01., das ist 16.345, sollten wir den brechen, werdet ihr das in allen Zeitungen lesen, die irgendwas mit technischer Analyse haben, steht eine M-Formation bevor, die dann hier runter geht. Weiß ich nicht, muss man gucken. Kann ich noch nicht sagen, ist noch nicht abgeschlossen. Aber diesen Punkt hier unbedingt im Auge behalten, 16.345, da dürfen wir dran, aber auf gar keinen Fall drunter. Dieses hier, diese blaue Linie, das ist vom 24.01. ein Gap bei 16.658, ist der nächste Support. Noch näher am Kurs dran ist die 20-Tage-Linie, 16.807, die steigt pro Tag um die 15 Punkte. Also ist bei 16.822 und das verbindet sich mit diesem Tiefpunkt hier, den wir hatten bei 16.815 vom 1.2. Also das ist dann schon eine markantere Linie. Jetzt, heute hier und jetzt ist die 17.000 noch nicht vom Tisch. Um allerdings weiter zu steigen, reicht eine 17.000 an sich nicht. Da müssen wir schon so im Bereich 17.075 gehen, um dieses Hoch rauszunehmen. Aber er muss dann auch drüber bleiben. Wenn der auf Stundensicht dann schon wieder runterkommt, ja, dann bekommen wir so eine Bewegung wieder oder so eine. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also die 17.000 nur zu erreichen, ist für mich zu wenig, ist für mich kein Signal, dass wir weitergehen können. Ich finde die Umsätze jetzt nicht besonders. Ich halte manche Kursbewegungen schlicht für zufällig. Ich hatte ja diese Bayer besprochen, wann war denn das, Dienstag oder sowas. Ja? Ich bin da heute auch gestoppt worden mit den 27er Calls. Ich habe gesagt, bei 27,5 müssen die geschlossen werden. Wir waren heute 10 Cent drunter und jetzt sind sie bei 27,80. Ja? Blöd gelaufen ist so, die Aktien habe ich noch und jetzt habe ich, aber ich mache es nicht vom Wochenende, den 25er Call im Blick, ja? Weil noch gebe ich den Wert nicht aus. Aber das hier haben mir Schüler immer wieder gesagt, das ist vom Wieland Alt. Wieland ist ein Kumpel von mir, der reist momentan durch die Welt. Der hat dieses Buch geschrieben und ich habe es selbst noch nicht gelesen, Risiko Money Management. Aber alle Schüler von mir, die das gelesen haben, sind ganz begeistert, finden das toll, weil da war der eine andere Kommentar, dass es dann doch richtig Geld gekostet hat. Das tut mir leid, aber ich liege auch nicht immer richtig. Ich habe auch nur eine Trefferquote von 75%. Ich habe auch da schief gelegen. Und das war der zweite Fuck-up in dem Jahr. Ich hatte nämlich ganz am Anfang gleich die Puma. Da war ich der Meinung, dass sie bei 42 treten. Das haben sie nicht gemacht. Dann sind sie runter, ich glaube, auf die 37,5. Mir passiert das auch. Nur wenn ich so, und das habe ich gesagt, das ist zwar ein sehr risikofreudiger Trade, insbesondere der 27er-Call, wenn ich sowas habe, gehe ich nicht mit der vollen Position rein. Und die muss ganz konsequent gestoppt werden. Da gibt es kein Wenn und Aber. Aber ich gehe mit so nah am Geld liegenden oder nah am Strike liegenden Scheinen nicht so extrem viel rein. Also deswegen dieses Buch, es soll gut geschrieben sein. Ich kann es nicht sagen, sorry Wieland, wenn du den Film hörst. Schick mir halt mal eins irgendwo aus Caracas oder wo auch immer du da momentan bist, aber bitte mit Widmung, sonst kriegst du es zurück.
Also deswegen schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Von der Technik her ist das hier alles andere als schick. Ich hole es mal ein bisschen näher ran. So, hier. MACD aufgrund dieser Seitwärtsphase auf der Nulllinie. Jetzt kommt auch noch hier die traditionelle Sichtweise, geht auch runter. Wir sind negativ für den Oszillator. Also nochmal, die 17.000 ist noch nicht abgesungen. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir jetzt hier noch 5, 6 Tage irgendwie hier so seitwärts gehen. Dann baut sich der Freund hier weiter ab. Muss man gucken. Aber ihr wisst, ich bin ab 17. Februar bin ich im Urlaub. Wenn ich weg bin, dann tanzt der Parks Pogo. Ja, also das ist meistens Volatilität. Ich muss auch schauen, mit was für Positionen ich dann da 3 oder 4 Wochen Urlaub gehe. Das muss ich mal gucken. Ich weiß es noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben jetzt hier diese drei Unterstützungen, 1, 2 und hier unten die dritte. Davor gibt es noch das untere Band, ja. Aber das sind drei sehr markante Unterstützungen. Das wird auch nicht einfach, die nach unten rauszuhauen. Dennoch, die Schwäche ist im DAX wirklich vorhanden, aber das ist nicht nur der DAX. Das ist ja hier, ich weiß jetzt nicht, ob das permanent abgedatet wird. Vorhin wurde es mal, ich weiß nicht, ob das die letzten Stände sind. Jetzt hier Deutschland schwach, Zürich schwach, Madrid wurde nicht abgedatet. Das habe ich den ganzen Tag nicht gesehen. Dann ist hier der Euro-Stoxx ist nicht ganz so schwach. Dafür haben wir dann hier Frankreich und London, alles nicht so besonders toll. Bei den Amis ist der Stanpo jetzt endlich mal über die 5.000. Dow Jones will momentan nicht so richtig. Ja, und Nasdaq zieht es natürlich raus, wieder unter der Führung von so Super Micro, Nvidia, ein bisschen Amazon, Alphabet. Ja, die kommen halt alle ein bisschen hoch, sind die üblichen Verdächtigen. Und dann kommen halt ab und zu mal kommt ein neuer dazu, wie Arm. Ich sehe momentan keinen Grund, hier irgendwie mich im Index irgendwie aufzuhalten. Vielleicht mal im Daytrading für 50 oder 100 Punkte, ja. Aber über den Tag hinaus habe ich hier kein verlässliches Signal, was mir sagt, jetzt gehen wir davon aus, dass die 16.345, das war dieser Punkt hier unten, dass die angegangen wird. Habe ich momentan nicht. Ich bleibe in Einzelaktien drin, auch wenn es jetzt einmal schiefgegangen ist mit Bayer, aber dafür sind andere ganz gut gelaufen. Ich halte mich hier im Index raus. Das lasse ich anderen. Ja. Aber ich bin selbst hier nicht drin. Wie gesagt, ich versuche am Mittwoch, werde ich definitiv noch einen Film machen, so den letzten, und dann gucke ich nochmal, ob ich ein Gold-Update kriege. Aber da passiert ja momentan auch nichts. Das schnarcht ja völlig vor sich hin. Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwas Interessantes für euch finde. Und ansonsten, ich habe gesehen, das Trading-Tagebuch, das kam ganz gut an. Das war der Film vor zwei Filmen. Schaut euch das mal an. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen. Also meine Schüler, die lieben sowas. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.